Wahnsinn, Yu-Gi-Oh! Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Yu-Gi-Oh! Legends of the Duelist. Link begrüßen heute mit einer Exkursion aus der Vergangenheit. Let's go. Yusei ist auf dem Weg nach New Domino City. Trot und den anderen Beamten der Sektorensicherheit entkommen. Dort musste er sich dann seinem Rivalen Jack Atlas stellen. Jack hatte Yuseis Trumpfkarte, den Sternstaubdrachen, gestohlen. Mit Sternstaubdrache war Jack in der Lage, Satellite zu entkommen und hatte sich zum unangefochtenen Turbo-Duell-Champion von New Domino City hochgekämpft. Willkommen in der Kaiba-Arena. Kaiba-Arena. Diese Duell-Arena ist wirklich beeindruckend, oder? Im Fernsehen kann man das gar nicht richtig erfassen. Jetzt stell dir einmal vor, wie das ist, wenn hier tausende von Fans deinen Namen rufen und dich anfeuern. Aber das wirst du sicher nie erleben, Yusei. Denn nach diesem Duell werden dich nur noch deine Loser-Freunde in Satellite anfeuern. Und das auch nur, wenn sie dir die Treue halten. Auch wenn du ohne den Sternstaubdrachen zurückkehrst. Hä? Du wirst es bereuen, jemals hergekommen zu sein. Denn ich werde dich mit deiner eigenen Karte schlagen. Tja, wenn man da bedenkt, dass die später wieder Freunde sind, ne? So, was haben wir denn so Schönes? Du kannst ihn normal beschwören. Ja, gut. Wenn ein offenes Monster das Trunkstern angesehen wird, kannst du das Ziel auf diese Karte ändern. Wie sie ganze Stunde, wie du gelegt wirst, verlierst du eine. Fehlt ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert, bis zur Endphase 1000 ATK. Diese Karte kann als Monster Stufe 2 behandelt werden, wenn sie von der Gruppe schon. Ist schon. Ich habe keinen Empfänger, ne? Was habe ich denn so auf mal in meinen. Ich habe Nitro-Krieger, Gerümpelkrieger und. Ja, Manet. Interessant. Moment, was kann. Aktiviert diese Karte nur, wenn der Monster, das du kontrollierst, dass sie vorher den Effekt eines Zaubers einer Pfeile oder eines Effektmonsters gewählt wird. Der eine Monster auf dem Spielfeld zerstört. Ändere das Ziel auf ein passendes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Ja. Pick ja nicht wirklich viel. Viel. Da kommt er direkt mit Polymerisation. Mittelteil-Golem. Aktiviert die Karte nur während der Schadensberechnung im Spielzug deines Gegners. Kampfschaden, den du erhalten würdest, 4:0. Ziehe eine Karte. Ja. Du kannst diese Karte abschauen von deiner Hand zu schauen, indem du einmal zum Typ Geistbot anbietest. Und falls du dies zusetzt, die ATK in Höhe der Grund-ATK des Attribut angebotenen Monsters. Ja, das bringt mir recht viel. Geben und nehmen. Beschwöre ein Monster, das Farbbeschwörung und ein Friedhof mit Fallenposition auf die Spielseite deines Gegners und erhöhe die Stufe von einem Monster, das du kontrollierst, bis zur Endphase um die Stufe des als Farbbeschwörenden Monsters. Jo, bringt mir was? Das fängt mir relativ wenig. Doch, bringt mir was. Bringt mir was. Bringt mir sowas von was. Falls diese Karte wird zu besorgen, wie du gelegt wird, ziehe eine Karte.
Nein. Okay, so. Battlephase für die kann sie außer du kannst ihre Karte bis zum Ende der Battlephase und so bilden ihrer Grund-ATK machen. Ah ne, den Zug gibt es nicht mehr. Schade, ja. Aber ganz okay. Sudle. Großteil Golem. Und Uhrenresonator. Rotdrachen-Erzunterwäldler. Natürlich. Welche wäre das denn jetzt? Ja, die da wieder. Wieder. Ja. Wenn das Handzeichen spielt, sogar eine Bedingung spielt, dass du kannst diese Karte von der Abfüllung verbannen. Monster, die du kontrollierst, können durch diesen Kampf nicht zerstört werden. So anbietet es. Falls du dies zu ZCATK in Höhe der Grund-ATK des als. Haha. Jetzt lag ich nicht mehr. Ja, ne? Da, ich glaube, dieses Duell wird nichts mehr. Kleinteil Golem. Warte, die Karte nur, wenn der Schadensberechtigung zugleich gegen das Kampf haben, den du erhalten würdest, wird zu null ziehen eine Karte. Ja, bitte. Wobei, war das so schlau? Ich weiß es nicht. Kampfgeist. Ja, toll. Eisenschrottvogelscheuche. Kann ich das noch irgendwie verhindern? Nö, kann ich nicht mehr verhindern. Das ist immer klasse. Weil ich hätte dann doch den hier zerstört, aber naja. Welche hätte ich dann nochmal? Das war der hier. Wenn das haben wir. Du kannst diese Karten dafür du verbannen musst, die Trunks können durch diesen Kampf nicht zerstört werden. Ja. Nein. So. Empfängerkomplott. Aktiviert diese Karte nur, wenn ein Seekommonster auf die Plusseite beschworen wird. Übernehmen die Kontrolle über das Seekommonster. Entfernen es aus dem Spiel, wenn es zerstört wird. Diese Karte, wenn das Monster vom Spielfeld entfernt wird.
Tja. Unheimlicher Zahnkranz. Das wäre dann auch moderne. Ja, oh. Tja. Ist immer noch nur die, ne? Ja. Tja, damit habe ich offiziell verloren, meine Damen und Herren. Wir nehmen mein Deck. Wir nehmen mein Deck. Und ich spiele jetzt weiter. Schwarzes Loch finde ich schon mal sehr gut. Linken. Wieso habe ich nicht angegriffen, frage ich mich da natürlich gerade. Weil ich dumm bin. Ja, ich bin dumm. Das erste Mal, dass ich ziehen kann nicht zerstört werden. Ja, gut. Resonator. Scherbe der Gier nehme ich auch gerne. Kleinteil Golem und Zwillingsschildverteidiger. Das finde ich weniger gut. Total normale Monster. Nein. So. Ich mache noch nichts. So, dann ziehe ich mal eine weitere Karte. Schwarzer Anhänger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs.
Ja. Schöpfungsresonator. Okay. So. Yay, noch ein Monster. Leg eine Zauber von dieser Karte entfernen, dann eine Zauberfeind auf dem Spielfeld, wählst du das gewählte Ziel. Ach so, bum, bum, bum. So, und da haben wir gewonnen. Während des Duells zwischen Yusei und Jack haben sie einen riesigen, flammenspeienden Drachen beschworen. Alle, bis auf Rex Goodwin, den Leiter der Sektorensicherheit, schienen völlig geschockt zu sein. Was ist das? Ist es ein Drache? Was soll das, Yusei? Was ist das für ein mieser Trick? Die mächtige Bestie aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht. Was passiert mit meinem Körper? Ich habe dieses leuchtende Mal auf meinem Arm noch nie gesehen. Hat er denn die ursprünglich ein anderes Mal? Keine Ahnung. Wie? Ich bin nicht der Einzige, der so ein Mal trägt? Du weißt also, was es ist, Jack? Du weißt es, nicht wahr? Jack, sag schon, was ist hier los? Du hast Vorschrift 36b verletzt, die besagt, dass Bewohner von Satellite niemals New Dominion City betreten dürfen. Die soziale Instandhaltungsabteilung hat uns angewiesen, euch unter Arrest zu setzen. Versucht gar nicht erst zu entkommen. Ihr seid umzingelt. Oh Mann, es gibt hier keinen Weg raus. Und selbst wenn es mir gelingen würde zu entkommen, wüsste ich immer noch nicht, was es mit diesem Mann auf meinem Arm auf sich hat. So, genau. Und wie es weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, tschüss und ciao.